Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute möchte ich gerne drei Kochboxen vorstellen vom Aldi, die ich mir gestern gekauft habe. Genau, Kochboxen. Ich habe das in der Werbung gesehen vom Aldi in dem Prospekt und Kochboxen, das erinnert mich ja an HelloFresh-Box. Da gibt es so verschiedene Firmen, die das anbieten. Und ich habe den Preis angeguckt, für zwei Portionen kostet eine Kochbox 3,33 Euro. Und es gab drei verschiedene Varianten. Genau, die wollte ich euch gerne mal vorstellen. Vielleicht schafft ihr es noch für diese Woche, eine Kochbox zu ergattern. Vielleicht kommt aber diese Aktion auch nochmal wieder und dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie die Kochboxen denn so aufgebaut sind und ob die einfach zu kochen sind. genau, und fangen wir einfach mal mit der ersten Kochbox an, beziehungsweise ich sage euch einfach mal, um welche Gerichte es sich hier handelt. Und zwar haben wir einmal Lasagne, dann haben wir einmal grünes Curry und dann haben wir einmal Tomaten-Paprika-Suppe. Die Kochboxen sind gefüllt mit allen Zutaten, die man braucht. Und das Rezept, das steht, ich denke, das steht irgendwo. Genau, Inhalt dieser Box und die Zubereitung. Ne? Das steht hier unten schön aufgelistet, dass man das nachlesen kann. Und hier oben steht nochmal die Kochzeit und die Zubereitungszeit. Finde ich sehr praktisch, wenn man ungefähr eine Zeitangabe braucht. Zum Beispiel wie jetzt, ich warte auf mein Kind und weiß ganz genau, dass ich mein Kind in einer Stunde ungefähr abholen muss. Und ich denke, ich werde mich jetzt für, mal gucken, 45 Minuten Kochzeit, 15 Minuten vorbereiten, das wären dann über eine Stunde, 30 und 20, Kochzeit 30, da kann ich mal eben schnell zum Edeka. Und was haben wir hier? Suppe? Nee, Suppe mache ich heute nicht. Ich habe mich jetzt entschieden für die Lasagne als erstes Gericht. Und es ist jetzt so, dass die Grundzutaten in dieser Kochbox drin enthalten sind. Da muss man doch noch das Fleisch besorgen. Hier zum Beispiel bei der Lasagne Fleisch, Milch muss man da haben, Reibekäse, Olivenöl, Butter, Salz, Pfeffer, Gewürze und so weiter. Aber so die Grundzutaten sind hier drin. Gewürze hat man zu Hause, denke ich. Und Milch habe ich eigentlich auch immer zu Hause. Öl, Butter zum Einfetten habe ich da. Ja, was ich noch brauche, ist Rinderhack und Reibekäse, das müsste ich dann nochmal extra besorgen. So, jetzt werde ich euch einfach mal zeigen, wie die Kochboxen so ungefähr aufgebaut sind. Das sind jetzt alle drei Kochboxen, die ich gekauft habe und ich entscheide mich jetzt für die Lasagne und die wollen wir jetzt einfach mal auspacken und so schauen, welche Zutaten enthalten sind. Wie ihr seht, befindet sich hier der Inhalt und dann die Zubereitung und hier hinten die Kochzeit und das, was ihr noch benötigt. Ja, weil ich die Zutaten halt nicht zu Hause habe, gehe ich jetzt los zum Edeka um die Ecke, nehme dann unseren Hund mit. Anni, wo bist du? Möchte ich dir einmal kurz zeigen? Ja. Anni wartet schon und dann machen wir uns gleich ans Kochen. So, jetzt habe ich noch den Käse gekauft und Hackfleisch, Rinderhackfleisch. Und jetzt begeben wir uns mit der Kiste und den Zutaten in die Küche.
Tomate ist leider ein bisschen vergammelt. Wie man sieht, ist hier ein bisschen Schimmel dran, also die können wir eigentlich gar nicht nutzen. Ich habe jetzt auch keine Tomaten da, dann werde ich wohl ja, bei den zwei Tomaten, die noch übrig sind, bleiben. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann werden wir das jetzt einmal durchschneiden. Und ich merke schon, dass die Platten, die sind eigentlich relativ gut weich geworden. Außer hier in der Ecke, wo keine Soße drüber war. Aber sonst, der erste Eindruck ist schon mal ganz gut. So, tada! Mit Gartes. Ein paar Blätter sind noch so hart. Ja, wenig Soße drin. Warum? Da war nicht genug Soße dabei. Ja, das hört sich sehr hart an. Anni, lass das jetzt. Ja. Anni, komm. Kann man essen. 2,33 Euro dafür, dass du noch Gehacktes dazu kaufen musst und Milch und was noch? Käse? Käse, teuer. Finde ich das doch recht teuer. Ja. Da kann man besser hingehen und dann in mehrere Sachen, große Packungen kaufen, an Zwiebeln, an Paprika, Schalotten oder was man dazu braucht, kommt man günstiger weg. Genau. So, kommen wir zum Fazit. An sich finde ich solche Kochboxen sehr gut. Für Leute, die es halt schnell, die einfach Zeit sparen wollen, die haben alles da, fast alles da. Und ja, man musste doch Zutaten dazu kaufen. Das muss man auch noch bedenken. 3,33 Euro für diese Kochbox wäre meiner Meinung nach viel zu teuer. Weil man muss ja sowieso in den Laden und die Sachen kaufen, die man zusätzlich braucht. Und
Dabei könnte man halt Zwiebeln im großen Netz kaufen oder Schalotten, Paprika, ja, alles, Knoblauch, Knolle. Da käme man einfach günstiger weg, wenn man das so kaufen würde, finde ich. Und solche Kochboxen sind wirklich nur für die Leute gedacht, die es halt sehr schnell haben wollen. Genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, wenn ihr Lust darauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.